Hallo, schön, dass du hier bist. In diesem Video arbeite ich mit meinem neuen Werkzeug, einem ganz breiten Spachtel. Ich starte mit Pink und dann füge ich Kobaltblau dazu. Jetzt markiere ich die Ränder des Bildes. Mit dem kleineren Spachtel füge ich nun Titanweiß dazu. Die Farben dürfen sich ruhig ein bisschen mischen. Ich male hier ganz spontan und mache mir überhaupt keine Gedanken, wie das wird. Mit dem Spachtel kratze ich Linien in das Bild, das macht's lebendig. Jetzt kommt Hellblau dazu. Hier schaue ich, dass sich das Hellblau nicht zu sehr mit dem Pink vermischt, weil das gibt eine stumpfe Farbe. Sei mutig, das wird schon. Nochmal die Ränder ein bisschen ausgleichen. Hier kann ich sehr gut mit dem breiten Spachtel arbeiten. Jetzt kommt der kleine Spachtel dran. Mit diesem arbeite ich sehr wild, ganz spontan und lasse einfach laufen. Mit dem kleinen Spachtel kann ich sehr gut Akzente setzen. Ich habe hier ein dunkleres Pink genommen. Mit Ölkreide male ich Konturen. Ich nehme hier Weiß, Hellblau, Dunkelblau, Pink und vielleicht noch ein bisschen Weinrot. Zuvor habe ich das Bild aber trocknen lassen.
Und noch ein Tipp: Wenn du nicht weißt, ob das Bild fertig ist, mach ein Foto davon. Dann kannst du das Bild anschauen mit sehr viel mehr Distanz und du siehst, ob noch etwas fehlt. Die Farben habe ich dir unten in den Kommentaren verlinkt, auch das Material, die Spachtel habe ich dort angegeben. Ich hoffe, du abonnierst meinen Kanal und es freut mich, wenn du wieder reinschaust. Und hier noch ein paar Bilder. Tschüss!